jetzt kommen wir Besuch über, wahrscheinlich von einem der melancholischsten Komiker der Schweiz. Sein wirklicher Name ist weniger bekannt als sein Pseudonym und er überrascht uns immer wieder mit seinen tollen, lakonischen und skurrilen Geschichten. Übrigens das auch in seinem neuesten Programm. Und jetzt zeigt er es da bei uns. Herzlich willkommen, Blues Max! Ja, meine Damen und Herren, dass das ganz klar ist, ich will da nicht dagegen reden. Es ist kontrovers und man kann da in guten Treuen auch anderer Meinung sein. Was ich in dieser Sache mit der Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann sagen, ohne dass es gerade schon wieder heikel wird, ist, grüezi. Im Übrigen ist das für mich da einmal mehr faszinierend gesehen, wie viele freundliche, intelligente, kultivierte Menschen sich einfinden, wenn man auch immer gratis schöne Männer anschauen kann. Jetzt, ich habe Fragen. Ihr könnt aufheben und so, wir holen keinen auf die Bühne auf. Es nimmt mich einfach jetzt gerade Wunder, wenn ich die Leute hier vor mir sehe. Wer ist auf Facebook? Wer ist auf Twitter? Wer ist auf Methadon? Wer hat ein E-Bike? Wer hat ein E-Book? Wer hat eine illegale Putzfrau? E-Biker sind heikel für uns, oder? Ja, die sind ja immer ein bisschen voraus. Die sind immer ein bisschen weiter, als sie eigentlich wären, oder? So einer lacht er, bevor der Witz draussen ist, oder? Stehst du dann auch blöd da mit deiner Pointe? Da? Wer hat ein Körbli am Velo? Ja, die sind aber nicht für Zürich, du hast es von Winterthur nicht genommen. Nein, in Zürich haben sie kein Körbli am Velo, sicher nicht. Nicht einmal ein Schutzblech, sieht doch nicht geil aus. Lieber einen nassen Arsch, das sieht dann geil aus. Jetzt nimmt es mir noch Wunder von wegen Zivilstand. Wer bestreitet bezüglich Zivilstand seinen Alltag separat? Das wäre die Frage nach der Single. Ja, wer von denen ist entspannt mit dem Zustand? Wer findet da, wer schon noch Entwicklungspotenzial? Okay, wer bestreitet seinen Alltag in irgendeiner Form kombiniert? Wer findet da, wer Reduktionspotenzial? Wer würde seinen akuten Lebensabschnittspartner für 1 Million zur Adoption freigeben? Bei denen, die noch zweifeln, ab welcher Summe wird das diskutabel? Ja gut, jetzt eigentlich habe ich da das Lied da. Eigentlich merke ich jetzt gerade, eigentlich ist ein komisches Wort. Merkst du das auch, dass das pappert so in der Schnur? Hast du schon mal einen gescheiten Satz mit eigentlich angefangen? Eigentlich. Die Sätze, die mit eigentlich anfangen, könntest du eigentlich gerade drinnen lassen. Eigentlich hatte ich Lust gehabt für Schokoghurt, aber das Beige Melba war gerade Aktion. Eigentlich hätte er zu der Greenpeace, aber dann ist irgendwann die Broschüre von der Rheuma-Liga in der Post. Eigentlich wollten sie noch mal ein Kind, wollen, aber dann hat Subaru das Gabriel gebracht. Oder? Jetzt aber eben doch, eigentlich muss er doch noch meine Gitarre mitnehmen. Wir arbeiten am Soundtrack für ein Psychomusical. Und dort erscheint die Figur von einem Prophet. Der hat den ultimativen Röntgenblick für Problemzonen aller Art. Taucht plötzlich auf und fährt ein mit der haarscharfen Expertise. Folgende Szene. Poolparty mit viel Promi-People. Dominant im Mittelpunkt. Das atemberaubende Dekolleté von der Gastgeberin. Und dann kommt der Prophet und singt. Cindy! Sieh, ich glaube, das Implantat hat Mängel. Cindy, irgendetwas ist da nicht synchron. Links ist das zwar prall und straff, doch rechts wirkt das porös und schlaff. Cindy, Baby, das ist wahr.
hättisch Seele steurer näher. Sind ich so leid, es mir tut, das kommt nicht gut. Dankeschön.